Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht heute mal auf eine kleine Trail-Tour und irgendwie hast du ein E-Bike, hast du Freunde, habe ich so das Gefühl, denn mit E-Bikern findet man irgendwie immer Leute zum Fahren, auch wenn das Wetter beschissen wird. Im Moment regnet es noch nicht, aber es soll gleich natürlich noch Regen kommen. Das ist natürlich wieder optimal. Ich nehme euch mit, Leute. Bis gleich auf den Trail. Schön schlammig. So ging es dann also auf die ersten Trailabfahrten. Ich bin übrigens hier mit dem Jens und dem Dean unterwegs. Beides Jungs, die E-Bike fahren und mich einfach netterweise mitgenommen haben auf ihre Home-Trail-Runde sozusagen. Und ich muss ja ehrlich sagen, nach dem letzten Sturz im Schnee habe ich es nicht mehr so sehr mit diesem Schieben des E-Bikes und habe mir da echt ein bisschen Kopf gemacht. Und meine Challenge für den heutigen Tag war, erstens Steilabfahrten meistern, ohne dass ich über den Lenker gehe, und zweitens vielleicht den ein oder anderen Sprung mal wagen, denn wir fahren später zum Spot mit ein paar netten Tables. Hier in der Laubrinne. Hier. Scheiße. Dass der erste Trail direkt viele Passagen hat, wo ich meine Angst vor den Steilabfahrten überwinden musste, wusste ich natürlich vorher nicht. Aber das ist ja vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn man sich nicht schon im Vorhinein schon verrückt macht, dass da irgendwelche Features kommen, wo man vielleicht dann wieder da liegen würde. Deswegen habe ich die Steilabfahrten auch wirklich diesmal gut gemeistert. Ich habe natürlich wieder ein kleines Coaching diesmal über WhatsApp vom Thomas bekommen, was ich dann falsch gemacht habe. Und das hat mir definitiv geholfen. Also wie ihr vielleicht schon von anderen Videos wisst, sitzt da immer so ein kleiner Thomas auf meiner Schulter und ruft mir dann die Kommandos rein. Und dann funktioniert das auch meistens ganz gut. Nach der ersten Abfahrt auf den Trails ging es dann los zum nächsten Berg. Und dort sollten wieder ein paar Trails warten, diesmal aber mit ein paar kleineren Drops, Sprüngen und die besagten Tables, die ich ja unbedingt springen wollte. Denn das E-Bike sollte ja so super stabil in der Luft sein und das war etwas, was ich unbedingt testen wollte. Alter Vater, ey. Alter, was sind das denn für Trails hier? Wurzel, Wurzel, Wurzel.
Damit haben wir aber nicht gerechnet. Das war eine scheiße Idee. Das ist ja nur Gerumpel hier. Also Flowig ist anders. Ah, okay. Nachdem ich dann die Abfahrt mit den nassen Wurzeln überlebt hatte, ging es endlich los zu dem Spot mit den Tables. Ich war schon super, super gespannt, das erste Mal ein bisschen längere Airtime mit dem E-Bike zu genießen und war auch dementsprechend aufgeregt. Alter, Alter! Aufkämpferkurven des Todes hier. Na gut, Daniel, bist du richtig schlecht gefahren. So, in der ersten Runde rangetastet, dann nochmal hochgeschoben mit dem Walk-Modus des Bosch-Motors und dann die zweite Abfahrt und dann echt die Tables in die Landung reingesprungen. Obwohl es schon langsam dunkel wurde, haben wir uns dann entschieden, noch eine letzte Abfahrt zu machen. Also die vorletzte, ihr wisst schon Bescheid. Auf jeden Fall sind wir zum Trail gefahren, den ich schon mal mit dem Torque gefahren bin, allerdings im Hellen. Also ich entschuldige mich jetzt schon für die GoPro-Qualität, denn die GoPro ist halt nicht die lichtstärkste Kamera. Und der Trail war echt wirklich matschig, sodass er eigentlich kaum fahrbar war. Und auch definitiv mit dem Gewicht des E-Bikes für mich wieder eine neue Herausforderung. Aber naja, wir wachsen ja an Herausforderungen und definitiv hat mir dieser Tag super viel neue Sicherheit auf dem E-Bike gebracht. Alter, man sieht einfach nichts mehr. Ja, das sieht aber alles kaputt aus hier, oder? Ja, das Ding ist, die ist halt so nass. Ich weiß nicht, ob ich den Speed packe. Aber der ist machbar. Der ist auf jeden Fall machbar. Vor allem, du kannst ihn ja auch noch oben drauf im Flat landen. Im Trockenen machen wir den mal.
komme ich scheiße. Alter, Alter, scheiße. Ah. Hopp. Ah. Most technical, würde Thomas jetzt sagen. Wir haben auch noch einen Drop. Wenn es trocken ist, auch schön. Alter, fuck. Also bei dem Schlamm ist nichts mit Schwung holen. Schön, schön, schön. Boah, als wir da den Berg runter sind und die erste Pfütze kommt, Digga, die hat mich komplett eingeschlammt. Alter, das ist rutschig. Nachdem wir uns aus dem Wald befreit hatten, ging es dann auf den Rückweg. Es war super, super nass, aber trotzdem hat sich der Tag definitiv gelohnt. Ich kann euch nur raten, lasst euch nicht abschrecken von dem Wetter und geht einfach raus aufs Fahrrad. Ihr habt in den ersten Minuten vielleicht noch nicht so die Freude daran, weil es eklig ist, aber wenn ihr einmal nass seid, sind wir doch ehrlich, ist es eh egal. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben nicht vergessen und ja, geht einfach raus und geht Radfahren.